Hallo liebe Freunde oder Abonnenten, wenn ihr noch Abonnenten seid. Heute haben wir uns wieder zusammengesetzt und machen eine weitere Folge Minecraft Islands. Genau, heute haben wir uns ein paar Ziele festgesteckt. Welche wären die, Maxi? Gesundheit. Danke. Eine Tierfarm wollen wir bauen. Eine Tierfarm, genau. Wir wollen unsere Hungerprobleme lösen. Genau. Das soll unsere Todeszahl ein bisschen senken. Genau, wir wollen die totale Kontrolle über unseren Hunger. Totale Kontrolle. Genau. Ja, und es wird schon wieder Nacht. Nein, Alter, ich gehe jetzt zurück. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Ich lege voll mit Enthusiasmus. Sind du wir kannst dabei. Nur nachts schlafen. Ja, wahrscheinlich. Nein. Ja. Aber jetzt kann man schlafen. Ja. Das. So gut. Okay, dann auf geht's. Auf geht's, Leute. Auf geht's, Burm. Okay. Ui, was ist das denn? Schön. Muss ich mal runter. Erinnert mich dran, Leute, dass ich da runter muss. Hallo. Hallo. Dann würde ich sagen, irgendwie Bäume fällen oder so, damit wir den Erdboden gerade machen können. Wo bauen wir sie denn hin, eigentlich? Hier eine so gute Frage. Eine gute Frage. .net. Ja. Bin ich übrigens auch manchmal aktiv. Ja, ich auch. Ziemlich toll. Eine Frage war mal, ist eine Lebensmittelvergiftung ansteckend? Ja, die Fragen dort sind manchmal sehr sinnvoll. Ich habe das Ganze dann sehr sachlich behandelt. Ja. Ich habe dann geschrieben, liebe Lalala, es war eine Frau, ne? Ist ja eigentlich klar. Nein, <Mann. lacht> ich habe dann geschrieben, ja, liebe Lalala. Schöne nein, Name. Eine Lebensmittelvergiftung ist keine virale Infektion und daher nicht ansteckend. Sehr, sehr toll, Maxi. Jo. Du hast dir deinen Fragenbeantwort-Orden verdient. Ja, eindeutig. Oh. Nice. 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 Ja, really nicht runterfallen. Nice. Nein, ich doch nicht. Wie komme ich denn auf die Idee? Oh Gott. Das war der Punch. Ja. Schafe könnten wir züchten. Ja, sehr gut, weil die geben Fleisch und Wolle. Genau. Seit 1.8, wer es noch nicht weiß, geben Schafe Fleisch. Ja. Sehr gutes Fleisch. Ich suche uns mal ein zweites Objekt der Begierde. Die brauchen, glaube ich, Weizen. Dann baue ich mal ein bisschen Weizen an. Sehr gute Idee. Am besten baust du das aber nicht ans Meer, weil dann kommen die Wellen und spülen das alles weg. Ja, natürlich. Du musst mit einem Bucket Wasser irgendwo hinpflanzen und so weiter. Mit einem Eimer. Nein, hier ist eh ein See innerorts, innerlands. Was? Sehr nice. Also die Inseln. Die Inselgruppe ist ziemlich schön, finde ich. Ja. Also kann man echt nichts sagen. Bei meinem Inventar echt. Hier. Ja, das ist super hier. Ich mache gleich aus den gefällten Holz Zäune für die Farm. Ja, Farmen. Mach mal. Genau. Dann brauche ich nur noch eine Hacke. Plup, 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 plup. Wozu habe ich das jetzt eigentlich weggehackt? Ich weiß es nicht. Egal. Egal. YOLO. Genau. So lobe ich es mir. Ja. Ich hoffe, mein Ton ist gut. Ich hoffe auch. Ja. Sonst ist es sonst. Genau. Alles umsonst. Alles umsonst, ja. Gut. Wie baut man eigentlich Wachs. Zäune in der neuen Version? Das hat sich ja mal geändert. Ja, in der Mitte die Stäbe, Stöcke und außen das Holz. Also weißt du, so und auch wieder zwei. Die untere Reihe und sehr nice. Die obere. Genau. Dankeschön. Schon kapiert. Er ist einfach ein schlauer Bübe. Ja, natürlich. Üble. Ach so. So, wir haben jetzt Weizen. Und wir haben drei Stacks Zäune.
Sehr gut. Very late. Dann hole ich uns jetzt mal das erste Schaf. Ach. Nicht töten. In Köten. Nicht töten. In Köten. Ach, nicht töten? Ah, okay. Ich hau ihm jetzt nicht töten. In Köten. Genau. In Köten nicht töten. Nein, jetzt. Übrigens, wenn jemand aus Köthen ist, dann herzlichen Glückwunsch. Schreib mir mal. Ich würde gerne jemanden kennen, genau, aus Köthen, weil ich meine, auf diese Stadt reimt sich töten, das ist super. Genau. Okay. Hier auffüllen, genau. Gibst du mir mal ein bisschen Zaun, dann kann ich dir helfen. Grazie. Kein Problem. Nessun problema. Wie ich ja schon, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt habe. 10.000 Mal gesagt hast. Jo. Gut, machen wir das hier auf diesem Plateau, oder was? Genau, hier ein bisschen. Dann fang du mal an, dann baue ich auch. Ich muss erstmal irgendwie den dazu machen, dass wir nicht reinfallen. Das wäre ja ein Reinfall. Aha. Oh, okay. Schlechter Witzcounter. Ich schau mal hier oben, was ist das denn für eine Höhle hier? Habe ich hier noch Fackeln? Ja. Ich leuchte ich mal. Gesundheit. Ich hab's gehört, glaube ich. Ja. Ja. Tatsächlich, hier sind Menschlein drin. Menschlein. Viecher. Okay, jetzt, was gibt's hier? Nichts. Aha, das können wir alles zum Haus ausbauen, siehst du? Super. Super, super Sache. Super Sache, ja. Oh. Nicht gut. Schau ich nochmal kurz. Ich glaube, die Weizenfarm ist nicht unseren Bedürfnissen entsprechend. Wow. Nailed it. Ja. Alle Fälle. Ach, alle Fälle. Oh. Schmarrn, das hier brauche ich. Maxi, welche Hardware hast du denn, falls irgendjemand fragen sollte? Irgendjemand. Ja. Keine so gute eigentlich. Ich habe, falls ihr es schon gesehen habt, hier bei F3 die Radeon HD 7870. Genau. Jo, ich habe einen i5 als Prozessor von Intel. Also nicht so gut. So gut. Ja. Genau. Ich liebe meinen, wie nennt man das? Meinen Kühler oder so, ne? Dein der heißt nämlich Alpenföhn-Brocken. Ah ja, genau. Das ist einfach ein Brocken, das Teil. Ja. Kühlt super. Jo. Man kann hier super aufnehmen. Aber ich sollte mal Optifine draufhauen, weil sonst, ja, ich weiß auch nicht, das normale Minecraft ist unglaublich schlecht einfach nur. Meine Hardware, es steht zwar in der Beschreibung, aber... Aha. Ja. Der alte Bonze hat es wieder in die Beschreibung gepackt. Ich habe extra reingestellt, damit niemand fragen muss. Jeder es lesen kann. Genau, jeder es lesen kann natürlich, dass ich der Beste bin. Genau. Ich habe ein i7 5820K mit 12 Threads. und meine Grafikkarte ist eine AMD R9 92. Genau. Und mein CPU-Kühler, wo wir schon dabei sind, ist ein H100i von Corsair. Seine Wasserkühlung. Ach, genau. Ja. Ja, das lässt sich auch schön aufnehmen, auch mit Shader. Jo. Also wer das nötige Kleingeld hat. Genau, der kauft sich das.
YouTube Money natürlich. YouTube Money. Genau. Nee, eigentlich lange erspart. Ich wollte ja schon als kleines Kind einen tollen, schönen, fasten Computer. Ich weiß noch den ersten. Ja, genau. Windows 95, mein Lieber. Windows, das war der beste Computer überhaupt, den man sich vorstellen konnte. Darauf ist Löwenzahn gelaufen. Ja, ui. Löwenzahn. Mhm. Löwenzahn. Dum, dum, da, da, dum, da, dum, 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 dum. Lol, da vorne ist sogar Löwenzahn. Oh Mann. Na, ich sehe dich hier oben. Wir dürfen nicht zu laut singen, sonst bekommen wir noch Content-ID-Ansprüche oder irgend sowas. Oh, kommt die GEMA und nimmt uns unser Video weg. Die GEMA? Dann sag ich... GEMA. So. Ich baue jetzt hier einfach mal ein kleines Gehege. Mhm. Alter, wieso habe ich hier Löcher drin? Das geht doch nicht. Creepy Creeper. This creeper is very creepy. Meine Tastatur ist so mega laut. Wir sollten ins Bett gehen, weil die Monster kommen schon wieder aus ihren Löchern gekrochen. Die Monster kriechen aus ihren Löchern. Genau. Ein Zombie in unserer Base schon wieder. Wie kommen die da hin? Keine Ahnung. Spawner? Oh. Aber den hast du ausgeleuchtet. Ja, aber außerhalb vom Spawner ist vielleicht nicht so hell und vielleicht deswegen. Ja, keine Ahnung. Tja. Oh, wie gut, dass dieses Tier außerhalb unseres Geheges ist. Hallo. Komm her, Schnucki. Schnucki, das Schaf. Und tschüss. Du Opfer. Schau dir mal zu. Es will raus. Ich bin am Verhungern. Yay. Sehr nice. Wo läuft's? Lauft bei dir. Genau, lauft. Für unsere österreichischen Freunde. Genau, an alle unsere österreichischen Freunde, wir haben euch lieb. Ja. Schlecht. Gut. Ist das? Ah, okay. So, schlafen. Gute Nacht. There are monsters nearby. Das ist schlecht. Was? Hä, du kannst schlafen? Ich nicht. Weil ich cool bin. Ja, wahrscheinlich. Ach, komm her. Jetzt. Schnucki. Schnucki. Schnucki, das Schaf ist auch hier. Genau. Oh mein Gott. Ah, 50 Creeper. So muss das. So und nicht echt, anders. Echt. Ja, ein neuer Tag ist angebrochen. Ich suche nach einem zweiten Schaf. Aber ob wir das zweite Schaf noch finden, werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Genau, so genau. Ist das. Also dann Leute, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es natürlich heißt... Natürlich. Let's play together Minecraft Islands mit meinem lieben Freund, dem Fensterkiller hier. Und oder mit meinem lieben Tube. Freund, dem Holypage Pictures oder Maxi404, wie ihr jetzt genau sehen könnt. Genau. Also dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Man sieht sich, hoffentlich. Hoffentlich.